Guten Tag. Dieses Video ist Teil eines Artikels, den ich gerade schreibe zum Thema Lebensgefahr durch zu dehnbares Textil von Mund-Nasen-Masken, das zu eng ohne Luftpolster anliegt und sogar von Nasenlöchern angesaugt werden kann und diese blockiert. Ist eine lange Überschrift, aber die beschreibt, um was es geht. Hier vorab habe ich schon mal ein Artikelbild. Man sieht hier im Bereich der Nase diesen Schattenwurf. Das ist eine Mund-Nasen-Maske. Ich zeige die später noch genauer. Die ist aus einem überaus dehnbaren Material. Und das ist etwas, wo sehr gefährlich sich auswirken kann. Weil nämlich, ich erkläre das nachher nochmal, das ist eine normale Maske. Die hat sogar noch Falten, damit es sich die Oberfläche des Materials, das durch die Luft durchströmt wird, dann vergrößert. Man kann grob sagen, das ist sogar mehr wie 10 auf 10 cm. Aber wenn man mal sagt 10 auf 10 cm, dann sind es also wirksame Filterfläche, die dadurch entsteht, dass das eben vor allem an den Rändern am Gesicht anliegt und nicht auch in der Mitte. Dadurch hat man in der Mitte ein Luftpolster und hat eine große Filterfläche zur Verfügung, also wirksame Filterfläche, wo die Luft durchströmen kann. Also wenn man mal grob sagt, sind es 10 auf 10 cm, wo das dann bestimmt durchströmt wird. Aber hier in diesem Bild sieht man durch den Schattenwurf, auch wenn dieses Textil hier an sich genauso gut das Dings durchlässt wie hier, die Luft, ist es trotzdem so, dass es in dem Moment, wo das Textil richtig so an die Nase angesogen wird, dann hat man anstatt diese 10 mal 10 cm, das sind 100 Quadratzentimeter bei dem anderen, bei dem normalen Filterfließ, hat man hier nur noch einen Quadratzentimeter am einen Loch und einen hier. Also dann hat man statt 100 Quadratzentimeter nur noch zwei. Das ist ein Fünfzigstel. Also das muss man sich mal bewusst machen. In dem Moment, wo das angesogen wird, hat man ein Fünfzigstel nur noch zur Verfügung bei dieser Art von Maske an Luft, die durch kann. Und das kann gefährlich sein. Wer sich jetzt nicht sofort selber runterreißen kann, was weiß ich, ist er eingeschlafen oder ist er ist eine ältere, demente Person, der man das halt aufgesetzt hat und so weiter. In dem Moment, wo es durch die Nase angesogen werden kann, ist es potenziell lebensgefährlich. So, und nachdem ich mir so eine Dings gekauft habe und gemerkt habe, wie gefährlich das ist, habe ich mich jetzt da, versuche ich das hier, also das Problem auf das Problem hinzuweisen. Muss ich kurz schauen, wo ist das Video? So, hier habe ich das Video gefunden. Moment, ich gehe nochmal zurück. Guten Tag, es geht um Gefahr mit zu engen, zu elastischen Masken wie dieser. Achtung, man sieht, wie beim Einatmen sich durch diese übergroße Elastizität der Stoff total an die Nasenlöcher anschmiegt. Und okay, also soweit habe ich das da erklärt. Ich glaube, das Video muss jetzt nicht nochmal, ich habe es ja vorher schon gesagt. Ich habe jetzt da nochmal ein Video. Moment, wo haben wir das jetzt gerade? Muss ich nochmal. Okay, schauen wir zuerst mal hier. Habe ich das. So habe ich das gekauft. Ich habe also gestern hat es diese auf der linken Seite nicht gegeben, da diese einmal oder diese einfachen Fließdinger da und dann habe ich diese Sorte aus Textil genommen und habe dann festgestellt, dass das also ein Problem ist. Und dann habe ich das, bin ich dem nachgegangen und habe dann nochmal die Dinger dann gekauft und ein zweites Mal und habe hier nochmal ein Video gemacht
wo man das... Hier geht es um das Thema Mund-Nasen-Maske. Ich habe hier gestern bei einem... ich mache es jetzt mal zuerst. Kannst du ruhig ein bisschen, oder? Nachher, wenn es zum Zeigen kommt, schneller. Ja, okay. Ich mache das jetzt erstmal anonym, sage nichts, wo ich was gekauft habe, weil ich will hier das Ganze jetzt, das ist nicht gegen irgendjemand gerichtet, ich möchte hier ein Problem insgesamt aufzeigen und aus der Welt schaffen. Klar, man muss mit den Leuten sprechen und so weiter, aber es geht jetzt im Moment nicht gegen eine Firma, sondern um ein Problem. So, also ich habe dort, wo ich das gekauft habe, gestern schon das kaufen wollen, da habe ich diese Masken gesucht hier, aber nicht gefunden. So, ich hole mal die Dinger raus. Eine. So. Das sind so die Bekannten aus dem medizinischen Bereich, die da oben das Metall da drin haben, wo man so ein bisschen biegen kann. Und dann lassen die sich so auffächern. Und wenn man diese Maske trägt, kann ich hier mal aufsetzen. So. Wenn man das Ding trägt, dann entsteht auf jeden Fall dort innen drinnen ein gewisser Hohlraum. Das liegt hier außen an, so soll es auch sein. Und innen drinnen ist ein gewisser Hohlraum, also das liegt nicht überall vollflächig an. Und dadurch ist, wenn ich jetzt mit dem Mund mit der Nase einatme, habe ich überhaupt kein Problem, dass es jetzt irgendwie was behindern würde. Und das entsteht dadurch, dass das Ganze nicht vollflächig an der Nase anliegt, sondern wie gesagt ein gewisser Hohlraum ist. Das heißt, unterm Strich ist es so, man kann das so abschätzen, die Fläche hier sind vielleicht 10 auf 10 cm ungefähr grob geschätzt, wo die Luft durch dieses Vlies strömt. Und dann praktisch, so gefiltert oder einfach, wo die Luft einfach da durchströmt. Und es ist natürlich klar, wenn das jetzt eine ganz kleine Fläche wäre, da könnte dann nicht so viel Luft durch, da könnte man nicht so viel atmen, sondern die große Fläche erleichtert das Atmen. So, das ist bekannt. Jetzt habe ich aber gestern, weil es die nicht gab, in dem Laden dieses Ding da gekauft. Das war das Einzige, was zur Alternative hatten. So eine zweilagige Mund-Nasen-Maske. Und ich muss sagen, ich bin ausdrücklich ein Freund der deutschen Textilindustrie. Ich bin froh über die Firma, die es noch gibt. Und die Firma, die es gibt und die es hier angefangen habe, die haben der Nation was Gutes getan. Das war die Zeit, wo die Chinesen nicht liefern konnten. Also das ist, ich will in keinster Weise was gegen die Firma sagen, die sollen unterm Strich besser rauskommen, wie sie jetzt sind. Ich will die nicht schädigen, so alles. Also ich habe nur das Beste mit der deutschen Textilindustrie im Sinn. Aber es ist hier ein Problem entstanden. Wenn ich das Ding aufsetze, dann entsteht, wenn ich das so also nach oben, nach unten so verteile, jetzt komm mal her. Guck mal her. Sieht man das, wie das bewegt? Ja, genau. Und wenn ich reden will, ja, auch. Dann ist auch das. Und das ist das Problem an dem Ganzen. Dass es hier, dieses Material, das ist so... an sich, wenn das getestet wurde, ich habe mich erkundigt, dass das getestet wurde und auch auf die Durchlässigkeit. Ich bin jetzt kein Tester, aber man kann sich das wahrscheinlich sinngemäß so vorstellen, wie wenn jetzt, man denkt sich einen Staubsauger, und dann, also die Öffnung vom Rohr, und dann kann man das ja abdecken. Wenn ich jetzt mit der Hand drauf gehe, ist ganz abgedeckt. Wenn ich Folie nehme, ist auch ganz abgedeckt. Wenn ich aber einen Stoff nehme, dann wird das so angesaugt und je nachdem, was für eine Art von Stoff, je nachdem wird es eben, kommt mehr oder weniger Luft durch. Und so ähnlich muss man sich das wahrscheinlich auch dort vorstellen. Und dann ist dieser Stoff völlig in Ordnung. Der lässt dann genug Luft durch. Rein umgerechnet auf Quadratzentimeter, wenn man das mit dem vergleicht, wenn man jetzt sagen wir mal, oder sagen wir mal 10, 100 Quadratzentimeter, ja, wie es ja da 10 auf 10 wäre.
Wenn man so eine Fläche hier misst und hier misst, dann ist das sicher nicht schlechter. Nur, hier habe ich am Schluss die 50 Quadratzentimeter tatsächlich, dadurch, dass es nicht voll anliegt. Moment, und auch diese Falten hier hat. Hier habe ich gerade gesagt, die 50 Quadratmeter, Quadratzentimeter, da habe ich gedanklich schon umgerechnet für jedes Nasenloch. Also 10 auf 10 bedeutet 100 und auf Quadratzentimeter und auf jedes Nasenloch 50. Also soweit alles klar, jetzt geht es weiter. Und wenn es bloß die Hälfte wäre, aber ich habe doch eine erhebliche Fläche. Bei dem hier, wenn das mir die Nasenlöcher zumacht, dann habe ich noch rechts und links je 1 Quadratzentimeter. Und dadurch, obwohl der Stoff an sich okay wäre, wenn man ihn so rein nach dem testet, aber in der Anwendung, wenn das Ding... Um das geht es, das ist der Kernpunkt. Und habe jetzt schon ein paar Mal wiederholt, aber das kommt, ich finde wirklich wichtig, dass das jeder kapiert. Man hat hier ein Prüfinstitut, man hat hier Experten von der Textilfirma und die haben ihren Stoff und sagen, ja, ich habe doch, der ist doch getestet und da geht doch das wunderbar durch. Und da ist eben dieser gedankliche Fehler drin, dass das eben für den Standardfall der DIN-Prüfung gilt, aber in dem Moment, wo das so elastisch ist, dass es von den Nasenlöchern angesaugt wird, dann habe ich nur noch 1 Quadratzentimeter Filterfläche pro Nasenloch. Und das ist ein 50stel. Es wird dann 50 Mal schlechter. Ich habe nur noch ein 50stel der Luft. Und damit, man hat hier wirkliche Experten und Professoren und Doktoren, die da dran sind. Nur der Klaus Pfeisser, der hat seinen gesunden Menschenverstand. Und das haben die Professoren auch. Aber manchmal passiert einfach ein kleines Missgeschick und dann ist es gut, wenn einer noch aufpasst und besonders scharfsinnig. Mich da jetzt niemand herabsetzen, sondern einfach, dass es wichtig ist, man darf nicht, es kommt immer auf das Entscheidende an. Ja, manchmal gibt es irgendein Detail, wodurch die ganze Situation anders ist und das muss man dann einfach erkennen. Okay, jetzt lasse ich den Typ da, der labert da und der zittert auch ein bisschen, das ist familiär bedingt, das wird nicht gesoffen hier wie am, okay, also jetzt geht's weiter. Meine Nasenlöcher angesaugt wird, dann ist aus. Ich habe das in dem Laden gekauft und habe dann nachher meinen ersten Einkauf damit verbringen will. Und übrigens dazu, es ist auch so, dass ich habe das auch schon bemerkt, es sind vor allem also größere Schwergewichte, so wie ich vielleicht oder noch mehr, die allgemein mit der Luft nicht so, wie soll man sagen, wir haben halt verschiedene große Körper und Luftbedarf, aber die Nasenlöcher sind alle mehr oder weniger gleich bei den Menschen. Das ist jetzt nicht eine Erklärung, dass ich jetzt so ungewöhnlich, ich bin noch im Rahmen, aber es kann einfach sein, wenn man jetzt das ein paar Leute gibt zum Testen und man hat lauter so Leichtgewichte, dann kann es einfach sein, dass bei denen der Effekt nicht so auftritt. Aber ich bin jetzt nicht, was weiß ich, so ein Sonderfall, das gibt es viele, wo es genauso geht wie mir. Wobei, ich würde es auch noch einmal sagen, aber ich habe heute mit dem Gesundheitsministerium telefoniert, mit dem Bundesgesundheitsministerium, und habe eine Frau L., ich versuche einfach mal keine Namen, ich könnte jetzt den Namen nennen, aber jetzt mache ich mal ein Video ohne Namen. Und die Frau L. war am Telefon und mit der habe ich ausführlich unterhalten und habe ihr das geschildert und die hat gesagt, sie selber hat jetzt das Gleiche erlebt. Sie war bei ihm, das war, also was weiß ich, war es Physiotherapeut, einfach, sie war in der Praxis und dort hat sie eine Dings gestellt bekommen, eine Mund-Nasen-Maske und das muss sowas Ähnliches gewesen sein. Und sie hat das Gleiche erlebt. Beim Einatmen hat es ihr das an die Nasenlöcher angesogen.
Und das ist also und sie konnte das Ding nicht aufbehalten so. Das ist der Frau an der Hotline vom Bundesgesundheitsministerium auch passiert. Dass jemand wie ich jetzt hier das so ausführlich dem Ganzen nachgeht, das ist einfach von der Persönlichkeit sind die Leute unterschiedlich. Viele denken halt, ja, es wird sich dann schon irgendwo, wird sich jemand drum kümmern. Und ich habe eben schon öfters erlebt, dass das dann sehr lange dauern kann und viel Schaden entstehen kann. Und deshalb versuche ich das jetzt aufzuklären. Schon dabei habe ich es, musste es runternehmen, weil wenn er sich wirklich an der Nase ansaugt, dann ist aus. Und wer es runternehmen kann in jeder Situation, ist okay, aber wenn man mit sowas, was weiß ich, einschläft oder wenn man es jemand im guten Glauben, setzt man seine Oma auf, wenn sie zum Arzt muss. Und wenn die schon ein bisschen dement ist und dann sagt man, doch Oma, das musst du tragen, weil und das ist ja extra gekauft, das ist ja ein Produkt. Also wenn jetzt hier ein Enkel kleiner Oma so ein Ding da aufzwingt, da kann alles passieren. An diesem Ding kann man ersticken. Nicht sofort, aber an diesem Ding kannst du ersticken, wenn das nur die Nasenlöcher wirklich abdeckt und angesaugt wird, das darf so nicht sein. So, das ist es, was ich hier sagen wollte. Ja, so genau. Okay, also das war jetzt das Video. Und Moment. Ja, okay, also zum Drumherum. Ich habe den Hersteller angerufen. Ich habe ein längeres Gespräch, was sie also mindestens 15 Minuten und die waren also aufgeschlossen und interessiert am Feedback und also alles bestens. Nur die haben eben die Dinger verteidigt und der Typ, wo das gemacht hat, hat vielleicht eine andere Nasenform. Er hat jetzt gemeint, ob jetzt vielleicht ich einen großen Kopf habe. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe einen relativ großen Kopf, aber man sieht, der Kopf ist jetzt nicht so überproportional groß. Ich kann halt nicht den kleinsten Motorradhelm nehmen, aber an sowas kann es einfach nicht liegen. Das Problem liegt an der Art der Elastizität des Stoffes. Und vielleicht noch an der Nasenform, aber auch meine Nasenform kann man jetzt, man kann nicht sagen, das Produkt ist in Ordnung und bloß ich bin irgendwie falsch gebaut. Das kann man hier also ganz sicher nicht sagen. Ich bin so weit noch ein normaler Mensch, dass man auch ich also man, auf jeden Fall, so kann man sich nicht rausreden. Ja. Das war gut gemeint, das Ding herzustellen, aber das kann so nicht, das kann so nicht bleiben. Und da muss was gemacht werden. Und da kann man sich wirklich, wenn es jetzt beim Häuserbau, das ist über viele Jahrhunderte und so weiter, da sind auch viele Häuser eingestürzt und Menschen gestorben und so weiter. Man hat über Jahrhunderte gelernt beim Häuserbau. Da gibt es solche Sachen nicht so einfach. Das ist eine gewachsene Sache. Aber hier bei diesen Textilmund-Nasenmasken, das ist jetzt seit ein paar Monaten in der Not geboren, weil die Chinesen ihre Dings da, ihre Fließmasken, kleine, was man da gesehen hat, diese Dinger da, Hanna, diese da konnten sie nicht liefern. Und dann hat man hier aus der Not geboren, diese Textildinger da, Hanna, gestartet. Und es ist ja auch gut, dass das gemacht wurde. Nur da bei dem Ganzen, da hat es einfach die Erfahrungswerte noch nicht gegeben. Und obwohl sogar ein Prüfinstitut da, Hanna, mit einer Frage befasst war und die auch die Fragestellung sicher gut bearbeitet haben, um die es geht, nur den Effekt, dass es an der Nase eingesaugt wird, der wird eben hier heute durch keine DIN-Norm irgendwie gesichert und abgedeckt. Das ist etwas, das ist bisher übersehen worden. Das wird von mir aufgezeigt und im Moment bin ich wirklich der mit allen aufs Harmonischste das Ganze aufklären möchte, weil ich auch bisher nur gutes Feedback gehabt habe. Wenn sich aber jemand irgendwann denken sollte, man könnte dieses Zeug verteidigen gegen mich,
Da möchte ich vorsorglich auf ein paar Sachen hinweisen. Und zwar fangen wir mal der Hanna an. Jetzt gehen wir mal zuerst auf die Startseite. Und auf der Startseite meiner Seite logik-idee.com da hat man mehrere Fälle, wo ich als Einziger, wo die ganzen Expertenschar auf dem Schlauch gestanden bin und ich habe mit gesundem Menschenverstand den Durchblick behalten. Und ich habe da auch einige Referenzen von Professoren und Doktoren und Ingenieuren und Pipapo und also reale Fälle, wo eine Vermisste, also die gesucht wurde, ich konnte gleich analysieren, wo die wahrscheinlich zu finden sein wird, habe das der Polizei gesagt und es wäre ein Volltreffer gewesen, hat sich auch nachträglich als richtig herausgestellt, aber die Polizei hat es nicht gleich dort gesucht und es ist ein halbes Jahr später ihr Skelett von spielenden Kindern gefunden worden. Also ich habe jede Menge Sachen, wo ich bestätigt wurde, letztlich hier wieder von Professor Dr. Ingenieur von der Uni, da ging es um einen spanischen Poolunfall mit 3 Tode. Da ist auch erst lauter Nonsens veröffentlicht worden und das konnte ich dann letztlich mit dem 2 Elektroingenieure und einem Hydromechanikprofessor haben mich da bestätigt. Und viele weitere Fälle. Das Ganze hat, weil ich in anderen Fällen so viele Widerstände erlebt habe, hat sich das Ganze in eine Richtung bewegt, einer verbalen Aggression, oder wie man das nennen will. Also ich mach die Gesellschaft schon ziemlich zur Sau in manche dieser Artikel. Aber man sieht jetzt hier an diesem Thema, wo es jetzt momentan geht, ich versuche wirklich sachlich und wirklich das Beste. Ich will niemand schaden. Und so fängt es an. Und ich hoffe wirklich, dass das Ganze jetzt ganz sachlich aufgearbeitet werden kann. Aber ich möchte sicherheitshalber noch drei Fälle erwähnen. Also da geht es öfters um Kriminalfälle, aber es gibt auch Fälle, wo es um Sicherheitsfragen geht. Es gab zum Beispiel das Maibaum-Unglück in Wettelsheim. Und wenn man da heute googelt, da findet man einen Text, also vom Treuchlichen Kurier, wo über meine Recherchen berichtet wird und dann fragt sich da ein Kommentator, was mischt sich denn da dieser Klaus Faeser so ein? Ja, das fragen sich manche, aber da ist es jetzt ein Fall, wenn man den letztlich, also da ist eine Frau von einem abgebrochenen Maibaum erschlagen worden und ich habe, als ich diesen Baum gesehen habe, wie der abgebrochen ist, ich habe auf den ersten Blick gesehen, dieser Baum ist vorgeschädigt. Das sieht man ganz eindeutig sofort, weil, wo habe ich denn den größeren Bereich von dem Dings? Mal schauen, wo da kommt, der Baum. Da kommt er jetzt. Ah ja, da sieht man es. Man sieht ganz genau 2 Zonen, die Zone und die Zone. Diese Zone, die hat nur kurze Fasern. Die ist direkt beim Fällen des Baumes, ist der Baum zur Hälfte durchgebrochen, bis hier. Gut, ich mache gerade Landschaftsbau, aber das auch dann auch ohne das würde ich das erkennen. Und diese Seite, die war erst noch intakt, als der Baum aufgestellt wurde und dann ist die Hälfte des Querschnitts brach beim Fest durch eine Windböe. Und um diesen klaren Sachverhalt haben die ganzen Medien und die Polizei erst drumherum geredet, ach ja, und vielleicht Pilz und Pipapo. Das mag alles dazukommen, aber Fakt ist, dieser Baum hat beim Fällen einen Dings bekommen, einen Schaden und später ging es dann so weiter. Ich habe auch nichts Böses gewollt, aber ich konnte das nicht auf sich sitzen lassen, habe dann Strafanzeige gestellt, damit das richtig aufgearbeitet wird. Und dann gab es da eine erst Ausrede und später jedoch in der zweiten
dann habe ich gegen diese Strafanzeige nochmal eine Beschwerde eingereicht und dann hat mir die Oberstaatsanwaltschaft geschrieben, tatsächlich verhält sich der angezeigte Sachverständige in seinem Gutachten ausdrücklich dazu, dass vergleichbare Unglücken durch einen Biegetest vorgebeugt werden könnte. Hierzu schlägt er ein Anheben des Baumes vor, das jeweils nach einer Vierteldrehung dreimal wiederholt wird. Genau das ist das Vernünftige, nur das ist bis heute nicht in der Regelung umgesetzt worden. Nämlich der Sachverständige hat geschrieben, wäre der Baum vor dem Aufsteller einmal nur zufällig umgedreht worden, einfach in einer anderen Position, dann wäre er noch am Boden auseinandergebrochen und dann hätte die Frau nicht sterben müssen. Also das ist etwas, das ist rausgekommen so durch das, dass ich nicht locker gelassen habe. Aber umgesetzt ist bis heute noch nicht. Und von daher kommen wir gleich zum nächsten Fall hier, der Fall Sophia Lösche. Dort ging es darum, an dem Mord selber hat kein Dritter irgendwie Schuld. Das war rein der Täter. Die Frau hätte nicht mitfahren brauchen, aber da gibt es nichts gegen Behörde oder irgendwas. Der Mord hätte man nicht verhindern können. Oder sagen wir so, in Bezug auf die Verhinderung des Mordes kommt von mir kein Vorwurf an irgendjemand. Aber nachdem der Mord geschehen ist, und hat man eben erfahren, wie das Ganze zustande kam und wie das Ganze passiert ist. Und dann gab es auch von dem Herrn Tom Bernhard, erster Kriminalhauptkommissar, Leiter Pressestelle Öffentlichkeitsamt, Arbeit vom LKA Sachsen, gab es in den Medien, denn das ist jetzt die Darstellung hier nicht so ganz perfekt. Okay, aber letzten Endes geht es geht's darum, da sieht man die ganzen Mails, die ich geschickt habe an 1000 Journalisten und alles Mögliche. Da hat alles nichts gebracht. Es geht darum, dass die Polizei hat geraten, letzten Endes okay, also hier ist Polizei in Sachsen warnt vor dem Trampen, ja, aber dann kommt es, wenn man doch trampt, dann, da steht, wer dennoch trampen will, sollte dies nicht allein tun. Zudem rät die Polizei, das Kennzeichen des Fahrzeugs an Familienangehörige oder Bekannte durchzugeben. So, und man muss sich jetzt mal überlegen, wenn man kann ja trampen, was heißt nicht trampen, es gibt ja auch die Mitfahrerzentrale. Die Mitfahrerzentrale gilt ja als relativ seriöses Ding oder sicheres oder einfach, ja, das ist eine gewisse Sicherung da, weil man ja nicht anonym jetzt fährt, sondern man hat seine Daten hinterlegt und so weiter. Und teilweise, da mag jetzt praktisch das mitgeschwungen haben in dem Rat. Nur, es kam raus, dass die Dings ja genau das gemacht hat, die Sophia. Da steht, nach Bildinformationen schickte sie Bekannten noch eine SMS mit dem Kennzeichen jenes marokkanischen Lastwagens, in den sie einstieg. Okay, so, was ist jetzt hier falsch? Wo ist der Fehler? Warum rege ich mich auf über den Fall? Kurz nachdenken, jetzt kommt die Lösung. Das Problem ist, dass man bei diesem Rat, was sie gemacht hat und was ihr das Leben gekostet hat und was hier fehlt in diesem Rat bei der Polizei, man muss es auch dem LKW-Fahrer kommunizieren, dass seine Daten weitergeleitet sind und bekannt sind. Weil wenn man das nicht macht, dann hat man zwar die Daten weitergeleitet, die Polizei kann den Mord schnell aufklären, aber man ist trotzdem tot. Und die volle Absicherung, vergleichbar mit einer Mitfahrerzentrale, hat man, wenn man die Daten oder sagen wir mal, die maximal mögliche in so einem Fall, also passend zu dem, was die Polizei vorschlägt, diese Sicherheit hat man dann,
wenn der Fahrer das auch weiß. Das kommt darauf an, der Fahrer weiß, meine Daten sind hinterlegt. Wenn ich jetzt was mache, bin ich dran. Und dann passiert, wäre diese Tat sicher nicht passiert. Das war ein Familienvater, das war einer, der schon viele Jahre da LKW-Fahrer ist. Der hat nicht alles aufs Spiel gesetzt, wenn er ganz genau weiß, dass seine Daten bekannt sind. Sondern, dass das praktisch, das was hier fehlt in dem Rat, den die Polizei nachträglich gemacht hat an die ganze Bevölkerung in Deutschland, ist genau, da fehlt genau das Gleiche, was diesem Mordopfer den Tod gebracht hat. Und als Homo sapiens muss man sich doch da ein bisschen aufregen. Man kann doch nicht einfach sagen, ja, die Polizei, die wird schon wissen, was sie macht. Nein, hier passiert ganz offensichtlich ein Denkfehler. Man weiß jetzt nicht, wann die nächste Anhalterin wegen diesem daheim ihr Leben verliert. Aber hier wird ganz klar etwas versäumt. Dieser Rat ist unvollständig. Es reicht nicht, wenn die Polizei sagt, man muss das Verkennzeichen an Familienangehörige durchgeben, sondern man muss es dann zusätzlich auch dem Fahrer ganz klar kommunizieren und ihm klar machen, man hat es weitergeleitet. So. Also, das ist etwas Tragisches. Das ist, hier wird praktisch in der Dummheit, das ist richtige Dummheit. Also dieser Tom Bernhard, ich will ihn jetzt nicht irgendwie strafrechtlich relevant beleidigen, aber was er hier auch später, wie er das verteidigt hat, aus dem Ganzen spricht die pure Dummheit. Der Mann hat es nicht realisiert, was bei einer Mitfahrerzentrale der springende Punkt ist, und der ist soziale Kontrolle, dass man sich weiß, man ist bekannt, man wird beobachtet, also einfach, man kann jetzt nicht hier heimlich was machen. Soziale Kontrolle nennt man das. Und die entsteht erst, wenn der Fahrer weiß, dass die Daten weitergegeben sind. Also hier, was mir hier begegnet ist, ist zum einen wirklich blanke Dummheit und zum anderen Ignoranz. Die ganze Medien in Deutschland, wo ich angeschrieben habe, die haben sich nicht darum geschert. Einer hat geantwortet, sehr geehrter Herr Faisal, danke für die Redaktion. Aber wenden Sie sich bitte mit Ihrem Anliegen an die Polizei. Wir vertrauen in solchen Fällen auf die Expertise der Kriminaler. Wir vertrauen in solchen Fällen auf die Expertise der Kriminaler. So hat die mir explizit das geschrieben, andere die haben das nicht so geschrieben, aber die denken ähnlich. Und hier muss man einfach sagen, hier geht es um offenkundige Dummheit. Und wenn man dann das, was offenkundig ist, nicht realisiert, sondern blind vertraut, dann hat das Niveau vom nackten Kaiser. Vom nackten Kaiser. Ich habe das kürzlich in einem Dings der Hanek, da kann man es nachlesen. Da geht es, glaube ich, um unter dem Strich so, unter dem Strich weiter, für Dummheit schadet allen überall. Hier sind ein paar, also da kann man das anklicken, wie das mit dem nackten Kaiser war. Und das sind dann jede Menge von Einzelfällen, sind der Hanek aufgeführt. Wo einfach so ein bisschen, da kommt auch die Sophia Lösche nochmal und so weiter und so fort. Okay, aber jetzt wollte ich noch auf die Sache mit dem Pool eingehen. Da haben die Medien rund um die Welt in Weihnachten 2019 Blödsinn berichtet über einen Unfall, da haben sie einen Experten zitiert, der hat sich auf die Fälle konzentriert, die mit Dings zu tun haben, wo es eine Ansaugung eine Rolle spielte. Aber genauso gibt es Fälle, wo der Strom eine Rolle spielt, und das ist nicht, Mensch, ich suche der Anfang vom zweiten, Moment, was sind wir denn?
Okay, das war da oben ist ein Update, das war der zweite Akttitel. Das ist geschrieben am 1. Januar. Der Fall war passiert ist am 24. Und hier ist weltweit keiner, der irgendwas in den Google Dings, was ich da gegoogelt habe, da hat kein Mensch weltweit weder in Englisch noch in Deutsch nach etwas mit Strom gesucht. Ich bin der Einzige, der hier von Strom geredet hat. Und obwohl es, wie ich hier zeige, da sind viele in den Videos, sind viele Fälle, wo es um Strom geht, aber das ist alles nicht erwähnt worden. Die ganzen Stromunfälle sind nicht erwähnt worden in den Medien als Möglichkeit, sondern man hat nur spekuliert, ob in dem Pool etwas am Dings gelegen haben könnte, an der Absaugung. Und das geht auf diesen Typ hier zurück, auf diesen Wilson, der hat es ins Spiel gebracht, aber hat das Ganze hier nicht verstanden. Wobei auf seiner eigenen Webseite hier, das ist von seiner eigenen Webseite, da hat er gezeigt, das Bild, ist ein Taucher, der taucht über diesem Pool und dort ist der über diesem Ablauf unten, wo es angesaugt wird und da ist der Gefahrenbereich, das hat er richtig, also die Zeichnung von dieser Firma, die er da auf seiner Webseite veröffentlicht, ist völlig richtig von diesem Alan Wilson. Und dann, hier sieht man das Kind, so ein Kind, das so von da unten getaucht hat und dann mit dem Bauch angesaugt wurde. Das ist völlig, das Kind ist tot. Und die Gefahr ist da, aber in diesem Fall in Spanien war es eine völlig andere Situation. Dort muss es ein Stromfeld gegeben haben, von unter, von diesem Ablauf hier zur Seite. Ich will das jetzt nicht zu lang machen hier. Und jedenfalls meine Überlegungen, ich bin von einem Hydromechanik-Professor bestätigt wurde, dass es von diesem Ablauf hier im Becken keinen Sog gibt, der die Leute dorthin irgendwie saugen könnte. Das war völliger Blödsinn. Und dann bin ich von zwei Elektroingenieuren bestätigt worden, dass die Überlegung zum elektrischen Feld, wie das entstehen kann, das man in der Obduktion nicht nachweisen kann, da sieht man nur, die Leute sind ertrunken. Das ist erst bei einer höheren Spannung kann man das dann am Dings praktisch am Körper nachweisen. Aber das sind also jetzt drei Fälle gewesen. Einmal dieses Pool-Drama, wo die Sicherheit der Bevölkerung praktisch weltweit gibt es bis heute in den Medienberichten nur Nonsens zu dem Ganzen. Da wurde berichtet in Spanien, in England, in ganz Europa, dann wurde in den USA von der New York Times berichtet, es wurde in Australien von der englischsprachigen Zeitung, also das ist schon mal rund um die Welt, wurde über diesen Fall berichtet und bis heute nichts von Strom geschrieben, nur Blödsinn geschrieben, hauptsächlich auf diesen einen falschen Experten sich berufen. Und also das ist ein Beispiel, wo es weltweit um Sicherheit geht und die Experten bisher auf der ganzen Linie versagen. Also die jetzt direkt dort mit dieser und mit dem Ganzen da zu tun hatten. Die Experten, wo ich jetzt gefragt habe, die haben mich bestätigt. So, das war das Pool-Drama. Dann haben wir den Fall in Wettelsheim erwähnt mit diesem Maibaum und den Fall Sophia Lösche, wo praktisch bundesweit Blödsinn kommuniziert wird von den Behörden. Das einfach, und dann gibt es hier natürlich jede Menge Kriminalfälle und die ganzen Referenzen von den Professoren und so weiter und so fort. Das nur mal ein bisschen als Background. Es gibt hier richtig aggressiv geschriebene Artikel und mit Strafanzeige und mit allem Pipapo, aber das hat man wirklich so weit getrieben. Man hat es herausgefordert. Ich muss jetzt natürlich aufpassen, man darf ja auch die Leute auch nicht drohen, ich will ja auch niemand drohen, ich möchte einfach, dass keine Missverständnisse aufkommen. Und dazu muss ich auch sagen, man soll auch ein bisschen beachten, den Fall Wettelsheim, wo es die Strafanzeige gab und dann nachher die Beschwerde gegen die Einstellung. Also nach der ersten Ablehnung, das,
ich gehe immer bis ich am Ende bin und dann wird es halt veröffentlicht und dann kommt es darauf an, also entweder es wird gleich Ordnung hergestellt und manchmal sieht es auch so aus, dass ich verloren habe, das heißt aber nur, dass das Ganze vertagt ist und ich komme dann zum späteren Zeitpunkt, ich habe ja bisher eine begrenzte Reichweite mit meinem ganzen Sach, was ich mache. Und aber wenn sich an der Reichweite was ändert, dann kommen die ganzen Fälle nochmal auf den Tisch, das ist ganz klar. Also dadurch, dass da jetzt irgendein Oberstaatsanwalt oder Generalstaatsanwalt irgendwie mir da was schreibt, das ist dann dem seine Meinung. Wenn es aber nicht in der Sache nicht richtig ist, ist es nicht richtig. Und so muss man hier sagen, es gibt zwei Berufe, die sich besonders ungern vorab etwas sagen lassen wollen. Das sind Ärzte, die mögen es nicht, wenn der Patient irgendwas von einer eigenen Diagnoseeinschätzung hat, und es mögen Richter nicht. Also die Polizei und auch Politiker sind immer höchst zurückhaltend und sagen, also das muss das Gericht entscheiden, das gehört irgendwie so zum Stil, dass man auf gar keinen Fall irgendwie den Eindruck erweckt, als ob man dem Gericht irgendwie da so im Voraus. Diese Scheu habe ich nicht, weil hier geht es natürlich, das was man schon rein, also menschlich kennt, das Trotzreaktion, das gibt es schon im Kindesalter. Und natürlich haben das auch Ärzte und Richter noch im Blut sozusagen, dass sie sagen, oh, der war aber frech, jetzt dem zeigen wir es aber. Nur, wenn man das jetzt, das können die vielleicht rein heimlich, vielleicht so tendenziell versuchen, aber grundsätzlich ist das nicht erlaubt. Ein Arzt muss die richtige Diagnose letztlich zu der stehen, auch wenn sie der Patient schon vorher gewusst hatte. Und er kann nicht sagen, so, jetzt hat er rausgefunden, dass es eine Lungenentzündung ist, jetzt sage ich, das ist nur Fußpilz, und deshalb wische ich mir einem aus, das geht nicht. Wenn ich einfach das Richtige gesagt habe, dann kann der Arzt auch keine andere Diagnose stellen. Er kann sich heimlich sagen, das ist aber ein blödes Arschloch, jetzt hat der mir das schon vorgesagt. So kann es auch der Richter heimlich bei sich denken, aber trotzdem muss auch der Richter oder ein Staatsanwalt letztlich die richtige, korrekte Entscheidung treffen. Ganz egal, ob ich vorher schon mal was gesagt habe, wie ich mir das vorstelle. Und ich sage es deshalb ganz auch offen. Diese Art, also ich zeige es jetzt hier in die kleine Webcam am Rande, diese Art von Mund-Nasen-Masken mit dieser extremen Elastizität müssen weltweit verboten werden. So, das muss das Ergebnis sein. Es kann das, ein einzelner Richter, der hat sein begrenztes Dings, aber es ist mir... Ich sage jetzt nicht, wisst ihr, der wird schon richtig entscheiden und ja klar, er darf schon entscheiden, aber entweder in der Sache muss das rauskommen, das ist zu elastisch. Das saugt sich am Nasenloch an und das ist eine Gefahr und die muss weltweit gebannt werden. Das ist das Ergebnis, das rauskommen muss. So, und wenn jetzt hoffe ich, dass das Ganze... in einem harmonischen, gemeinsamen mit allen und dass es auch, was weiß ich, ich sage ganz offen, man kann das nicht auf dieser Textilfirma abwälzen. Die Textilfirma ist eingesprungen, als die Nation ein Problem hatte. Und hier ist das mit den Regelungen alles noch schwierig gewesen. Ich sage, die Firma, wird das hergestellt hat, die darf keinen Nachteil davon haben, dass ich jetzt hier dieses Problem aufgedeckt habe. Das muss man aus der Welt schaffen, aber die Firma darf keinen Nachteil haben, weil denen kann man nicht wirklich was vorwerfen. Das ist nicht ein Fall, wo jetzt diese Firma schuld ist. Und auch die anderen, auch dem Prüfinstitut und so weiter, die haben auch ihren Job soweit richtig, da gab es, wie gesagt, ich habe das so ein bisschen erfragt, da gibt es die Normen und so weiter und so fort, aber die Kombination
dass es eben trotz auf der Ebene der DIN-Normen die Durchlässigkeit erfüllt im Testversuch, aber in der Praxis sich an die Nasenlöcher ansaugt, das ist nicht bedacht worden. Und da könnte man jetzt, wenn man jetzt in einem Stadium wäre, je nachdem, könnte man da schon Leute suchen und finden, wo man ein bisschen was sagen könnte dazu, ausführlicher. Aber das ist jetzt gar nicht notwendig. Ich möchte es aufs Harmonischste. Nur eins ist klar, ich werde an dem dranbleiben. Und wenn jetzt jemand meint, das ist so ein kleiner Typ da und dem können wir was erzählen oder den wieder mal halt abweisen, dann geht es vielleicht ein Weilchen, aber ich gehe davon aus, und so ist auch diese Website insgesamt geschrieben in den Artikeln. Manche klingen durchgeknallt ein bisschen. Ich habe hier teilweise ein bisschen auch Stilmittel verwendet und so weiter. Und je nachdem, der Gernot Hassknecht klingt auch durchgeknallt und ist jetzt nicht verrückt. Aber manche Sachen sind einfach ein bisschen ungewöhnlich, aber letzten Endes ist das alles auf ein gutes Ziel hin gemacht, und ich hoffe einfach, dass es jetzt endlich mal, das hat jetzt mit diesen Masken so schön angefangen, so schön sachlich, so schön mit den ganzen Leuten gesprochen und keine Verhärtungen bisher. Und ich würde da jetzt auch wirklich von mir aus, da soll das wirklich sehr harmonisch weitergehen. Aber es ist ganz klar, das ist eine gefährliche Situation, und Das muss gelöst werden, ja. Und mir ist noch was auf die Dings gelegen, wegen meiner anderen Artikel hier. Das sind Sachen dabei. Ich mache ja seit 30 Jahren gerade Landschaftsbau, und es sind so viele Sachen, so viele Fälle gekommen, wo wirklich die Gesellschaft in einer Situation ist, wo sie es nicht hinbekommen. Sie haben ihre Experten für dieses und jenes, aber unterm Strich kriegen sie es nicht hin und scheitern schon auf einer Ebene vom gesunden Menschenverstand in viele Fälle. Und dann habe ich mir jetzt gedacht, ich kann, wenn ich sowas sehe, dann kann ich einfach nicht, wenn ganze Völker, wenn die ganze Welt teilweise auf dem Schlauch steht, und dann soll ich mein Rasenmäher, das kann auch ein anderer oder irgendwelche Steiner verlegen und so weiter. Und so habe ich die Prioritäten einfach so oft so gesetzt, dass ich sage, das ist jetzt einfach wichtiger. Und da hat meine Firma extrem gelitten. Wie gesagt, das ist 30 Jahre, habe ich das Ding, und das ist aber die letzten Jahre ging's eben der Bach runter. Dann habe ich gedacht, jetzt mache ich mal, schaue ich mal, dass ich vielleicht mit diesem Dings da habe, als Fallanalytik und Detektei. Da ist kein Blumentopf zu verdienen damit, aber nicht, weil ich keine Leistungen bringe, sondern weil die Gesellschaft weiter auf dem Schlauch steht. Das sind Fälle, wenn man das noch kurz erwähnen kann, zum Beispiel der Hanna bei dem Münchner Fahrradflucht, da ging es um diesen, das sind zwei Dings miteinander verunglückt oder zusammengestoßen, ein bisschen Streit gewesen, und da gibt es, der eine ist geflüchtet, und da gibt es solche Bilder in den Medien, ich gehe mal noch ein bisschen runter, wie das angefangen hat, ich habe das ja immer auch abgedatet, solche Bilder, aber in dem das ist schon von mir aufbearbeitet, also vergrößert, in den Medien ist das viel kleiner, wo nichts erkennst richtig. Und mit dem wurde gefahndet, und bis heute alles vergeblich. Und dann wird gefahndet so, als ob das, was man sieht, ein Teil wäre. Also ein T-Shirt, azurblau mit weißen Ärmel und seitlich schwarze Längseinsätze. Dabei konnte ich, wenn man sich das wirklich
alle Argumente, das ist jetzt ein Teil von den Argumenten her, wo ich diese zwei Bändchen da habe. Man sieht es, wenn man die Pixel wirklich genau anschaut, wenn man richtig nahe rangeht, dann sieht man, dass es da eine Struktur ist, die so aus der Hanna, also so parallel darüber geht. Da ist etwas und da ist etwas. Und das entspricht praktisch denen Bändchen, die diese Westen hier haben, solche Bändchen seitlich. Und das ist jetzt ein Beispiel. Also ich konnte auf jeden Fall zeigen, dass die Fandung nach einem Typ mit einem Oberbekleidungsstück, wo da blau ist und dort weiß und so weiter, dass die falsch ist. Und ich konnte auch hier diese Struktur zeigen, auch da sind diese zwei Bändchen zu sehen. Und ich bin mir wirklich ganz sicher, dass hier so ein Teil, da sieht man auch wieder so eine Weste dahin. Und die Polizei fandet, da sieht man die Fahndung, nach jemand mit einem azurblauen T-Shirt, azurblaues Shirt oder Weste, ja, das mit Weste, das haben sie nämlich dazu gesetzt. Da haben sie gedacht, da tun sie mir vielleicht einen Gefallen, nachdem ich so viel protestiert habe. Nur das nützt überhaupt nichts, egal wie man dazu sagt. Solange man nicht sagt, das sind zwei Kleidungsstücke übereinander getragen, nützt alles nichts. Also, und das kommt von schwarzen Längseinsätzen seitlich. Dabei ist dieses Shirt seitlich offen. Und dann sieht man, also der hat so eine Art von T-Shirt, oben weiß, da sieht man auch die weiße Ärmel davon, seitlich dunkel. Und wenn man dann da praktisch, weil das Ding ja seitlich offen ist, zur Seite reinschaut, dann sieht man den dunklen Bereich. So, das sind die Fakten, sowas. Das kann man wirklich als nachgewiesen betrachten, dass man mit überwältigender Wahrscheinlichkeit von so einer Situation ausgehen muss und die Fahndung ist völlig falsch. Und wenn man nämlich von sowas ausgeht, dann hat man nämlich, das wird beim Sport getragen, bei Mannschaftssport, wenn man zwei Mannschaften markiert, dann hätte man wunderbare Fahndungsmöglichkeiten, wenn man als, weil das sagt ja viel mehr aus über die Person, wenn er jetzt gerade irgendeinen Mannschaftssport gemacht hat, wenn man so die Bevölkerung anspricht. Und ich habe Strafanzeige gegen die Polizei gestellt, die ist auch wieder abgelehnt worden. Dann habe ich die Staatsanwältin auch noch eine Dienstaufsichtsbeschwerde. Moment, das kann man gleich schön reinholen. Wo habe ich das Ding? So viel Zeit kann man noch ein. Kleiner Moment. So, da schreibt mir die Staatsanwältin, kann man da schön holen. Das ist hier. Und sehr geehrter Herr Faisal, das Ermittlungsverfahren wurde eingestellt, weil der Täter bisher nicht ermittelt werden konnte. Sollte der Täter im Verlauf weiterer Ermittlungen bekannt werden, so erhalten Sie Mitteilung. Ja, was soll das? Denn ich habe ja gesagt, Strafvereitelung im Amt. Ich habe gesagt, die Polizei beharrt auf ihren falschen Fahndungen und verschweigt, dass es sich hier um zwei Kleidungsstücke handelt. Damit verhindert die Polizei die Aufklärung des Falles und damit natürlich auch die Bestrafung des Täters. Sie verhindert schon die Fahndung. Indem sie die Fahndung verhindert, verhindert sie natürlich auch die Bestrafung. Und das bedeutet, dass der Täter, wie können wir die antworten, dass der Täter nicht gefunden werden kann, wenn die Polizei der Täter ist? Also ich schreibe hier, sehr geehrte Damen und Herren, hiermit lege ich Beschwerde ein gegen die Einstellung der Ermittlungen auf meine Strafanzeige wegen Strafvereitelung im Amt. Der mir zugesendete Text ist Nonsens. Ich habe die Polizei als Täter einer Strafvereitelung im Amt angezeigt. Da können Sie mir nicht schreiben, dass der Täter nicht ermittelt werden konnte. Sie haben eine Ermittlungsgruppe eingesetzt, deren Leiter ist der verantwortliche Täter, nachdem die Ermittlungen erkennbar untauglich sind.
Und außerdem lege ich Beschwerde ein gegen Sie, Frau Staatsanwältin Bichler, im Sinne einer Dienstaufsichtsbeschwerde. So einen Nonsens muss man sich nicht bieten lassen. Sie erscheinen dienstunfähig. So ist es. So ist es. Das ist Intellekt, ja, da erkläre ich es ja. Polizei und Justiz verhindern offenbar aus intellektueller Inkompetenz erfolgreiche Ermittlungen zur Ermittlung des gesuchten Radfahrers. So ist es. So ist es. Und Das sind dann die Entwicklungen, wenn man wirklich und auch dranbleibt manchmal. Und hier die ganzen Medien, wenn man sich anschaut, was die treiben, man kann ganz aktuell mal schauen, mal googeln, München, Fahrrad tot, da findet man die Artikel. So, bis jetzt, der letzte Artikel war vom 3.6. und vorher angefangen hat es so um der 18. rum, aber bis jetzt haben die nichts, jetzt kann man nach längs einsetzen, weil das ist es ja, das, überall wo von längs einsetzen geredet wird, geht man von Dings aus, von einem T-Shirt und oder einem Shirt oder ob man jetzt Wäsche dazu sagt, aber solange man nicht auf diese Kombination aus zwei redet, ist es Fahndungsverhinderung. Da macht man nicht das, was möglich und erfolgsversprechend wäre. Also da sieht man auch, das ist der Stand, das ist alles dreht sich noch um die Linkseinsätze, die fanden. Da hat sich der Innenminister eingeschaltet in den Fall, haben gesagt, wir tun alles, der Herrmann oder was. Und dann haben sie eine Sonderkommission gebildet und machen Blödsinn. Schwachsinn treiben sie. Aus intellektueller Inkompetenz. Ich denke, das ist nicht eine strafrechtlich relevante Beleidigung. So ist es zumindest nicht gemeint. Es gibt Dummheit auf der Welt und das ist dann ein Sachverhalt und der ist, hier geht es um Dummheit. Das ist Dummheit, was die Polizei macht. Das ist Dummheit, das darf man auch sagen. Ich sage jetzt nicht, Sie Dummkopf, das darf man nicht sagen. Aber hier geht es um Dummheit und gegen diese Art von Dummheit habe ich was. Und ja, wie gesagt, sieht es bei mir. Muss man auch leben und lang kann ich die Welt so nicht mehr retten mit meinem Dings dahin, aber ich bin noch hier, bin ich noch lebig und bin online und wenn ich dann bei meinem Einkauf auf so einen Scheißdreck treffe dahin, einen lebensgefährlichen Scheißdreck, dann muss ich da was dazu sagen. Aber eben, wie gesagt, diese Leute, die das gemacht haben, überhaupt keinen Vorwurf, die haben es gut gemeint und die dürfen auch keinen Nachteil haben. Da würde ich also mich wirklich dafür einsetzen, solange ich es da nicht mit Arschlöchern zu tun habe, werde ich wirklich hier auf die Harmonie bestehen und darauf, dass diese Leute keinen Nachteil haben, die das im Guten, gutmeinend gemacht haben. So. Jetzt denke ich mal, wenn es jetzt noch was zu sagen gibt, ich möchte ja das Video einbinden in diesen Artikel hier und dann kann ich ja hier noch was ergänzen und wünsche jetzt mal allen das Beste.